können Festivals nur stattfinden, wenn du anstatt einem Personalausweis jetzt einen Impfausweis, dass also ein Impfausweis eine höhere Kraft hat als ein Perso. Willkommen zu einer neuen Folge Rockpalast Back Home. Heute spreche ich mit einer deutschen Ikone in Sachen Metal. Und es ist nicht Doro, die hatten wir ja schon zu Gast in einer Folge hier, sondern Sabina Klaasen. Sabina ist 1981 in Aachen mit der Band Holy Moses gestartet. 86 kam das erste Album. Die Band hatte dann in der zweiten Hälfte der 90er ein paar Jahre Pause, aber seit 2000 machen sie wieder zusammen Musik. Sabina, wir kennen uns auch schon ewig. Du hast Ende der 80er beim damals neuen Privatsender RTL in Köln Heavy Metal Show namens Mosh moderiert. Und meine erste Musiksendung, die habe ich auch da gemacht. Da sind wir uns über den Weg gelaufen, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ich kann mich doch gut erinnern, ja. Nachdem das geklärt wäre, lass uns mal darüber sprechen, was du inzwischen machst, denn das ist nicht mehr nur Musik, ne? Ganz genau, Ingo. Ich habe vor mittlerweile 15 Jahren mich entschieden, dass ich mein Studium beende und dass ich meine Praxis eröffne und habe jetzt eine Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie und behandle wirklich tagtäglich hier meine Klienten in der Praxis. Was stellst du insgesamt jetzt fest, also zu Zeiten dieser Pandemie, unter uns Menschen, denen du da so begegnest, auch deinen Patienten? Wie wirkt sich das auf die Psyche aus, Sabina? Es wirkt sich sehr stark in Angst und Unsicherheit aus. Die Menschen wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Wir sind es ja von unserem Denken her gewöhnt, Pläne zu machen und jetzt wirklich sich zu erden, zu sagen, im Hier und Jetzt wirklich weiterzudenken, nicht immer vorzuplanen und hier in der Stärke zu bleiben. Das ist so der wichtigste Punkt, weil ansonsten verschiebt uns die Angst total und das merke ich halt auch tagtäglich hier bei meinen Klienten. Also dieses Hier und Jetzt denken, nicht irgendwie in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, was könnte alles Schlimmes passieren, sondern im Moment. Wirklich jetzt im Moment bleiben und schauen, was macht das mit mir, dass man wirklich sehr fürsorglich mit sich selber umgeht. Vor allen Dingen schaut, wie kann ich diese Situation, die jetzt ist, positiv für mich nutzen, neue Ideen bekommen, viel rausgehen. Also da arbeite ich wirklich mit meinen Klienten dran. Aber du merkst dann definitiv schon, dass dieses Thema ein großes Thema ist, nehme ich mal an, seitdem das losgegangen ist im März, ne? Es ist ein Riesenthema und es waren natürlich auch noch Unsicherheiten da. Darf ich Patienten in der Praxis behandeln? Dann gab es die Hygieneregeln mit den Abstandsregelungen. Auch meine eigenen Eltern sind betroffen halt mit dem Altenheim. Meine Mama darf ihren Mann nicht besuchen, meinen Papa. Jetzt wieder ja, aber dann gab es jetzt ja wieder Einschränkungen und wow, das sind so Unsicherheiten und gerade bei den Menschen, die halt sowieso alt, viel alleine sind, ist das natürlich jetzt grausam. Da du aus dem Musikumfeld kommst, ne, und da ist ja nun gerade auch echt die Hölle los im Sinne von keine Auftritte, Arbeitsverbot sozusagen, Musikbusiness insgesamt, kommen Leute speziell aus dem Musikbusiness zu dir als Therapeutin auch? Ich habe viele, die aus dem Musikbusiness sind, die zu mir kommen. Es mischt sich total, aber ich merke es halt gerade auch, dass viele meiner Musikerkollegen sich schon bei mir gemeldet haben, wo wir einfach mal telefoniert haben, einfach so unter Kollegen, unter Freunden. Leute, die halt als Crew arbeiten. Also ich sehe es selber bei unserer eigenen Crew, bei Holy Moses ist es so, dass einige auf Hartz IV jetzt sind, dass die natürlich Familie zu versorgen haben, sich Häuser gekauft haben, das ganze Sommerbusiness ist weggefallen, die ganzen Touren jetzt im Herbst und das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Situation für die und da natürlich wieder in die Kraft zu kommen und zu sagen, was habe ich für Alternativen, wo kann ich mich zurückbesinnen, was habe ich vielleicht mal gelernt, um in den alten Beruf reinzugehen für eine Zeit. Gemerkt, dass unheimlich viele Altenpfleger, Krankenpfleger und sowas waren, die jetzt gesagt haben, ach Mensch, jetzt kann ich es vielleicht da mit anderen Menschen unterstützen. Aber es ist wirklich für viele Kollegen, die wirklich nur von der Musik leben, wirklich eine völlig neue Situation und müssen einen neuen Plan für ihr Leben finden. War das der Grund, warum du irgendwann in diesen Beruf gegangen bist, um noch so ein zweites Standbein zu haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe schon im Alter von 13 selber, aufgrund, weil ich Ängste hatte, im Dunkeln autogenes Training gelernt. Und damals habe ich schon gesagt, ich möchte gerne Psychologie studieren und Psychotherapeutin werden.
Und durch den Erfolg mit der Musik und viele andere Sachen habe ich das Studium halt sehr weit verschoben und in einzelnen Teilen gemacht. Aber man sieht auch, und das ist, passt jetzt so sehr auch zu dem Thema mit Corona, dass wir ja die New Machine of Liechtenstein 1989 rausgebracht haben, wo es ja um so eine biomechanische Maschine ging, die halt dabei ist, die Welt zu zerstören. Und wenn man sich genau dieses alte Comic anschaut, was dabei war, habe ich damals schon die Therapeutin gespielt von dem Locky Popster, der nämlich diese Maschine entwickelt hat und darüber wahnsinnig geworden ist. Also es ist diese Hinweise, was auch mein Herzblut neben der Musik immer war, schon vor vielen, vielen Jahren als, ja, war schon da. Ihr habt einen Song von der Platte nochmal neu aufgenommen als Corona-Session sozusagen, ne? Ja, weil meine Musiker, also wir hatten ja auch einen komplett anderen Plan. Also ich kann dir sagen, im Anfang März saß ich auf dem Weg zu einem Seminar in meinem Wohnmobil und wir haben mit unserem neuen Management, mit Live von Clandestine und unserer Booking-Agentur Reagan, eine riesengroße Skype-Session gehabt, wo wir einen Plan gemacht haben für dieses Jahr und auch fürs nächste zur Veröffentlichung von unserer neuen CD, weil wir haben nächstes Jahr 40 Jahre Holy Moses. Und nur 3 Tage später ist im Endeffekt alles, was wir geplant haben, komplett über den Haufen geschmissen worden, weil da wurde klar, Festivals finden nicht statt, was genau der Lockdown bedeutete, dass die Konzerte nicht stattfinden können. Und meine Bandmitglieder selber sind komplett in Deutschland verteilt. Aber trotzdem sind wir im Studio. Das heißt, jeder für sich. Ich habe hier auch so eine kleine Home-Recording-Sache. Und meine Band hat mir gesagt, das und das musst du bestellen. Und dann über Skype, Sabina, das schließt man da an und das kommt da in die Box. Sehr spannend. Und dann mit Sync-Ordnern und ja, eine neue Welt. Ne? Also ich meine, bin echt oldschool, bin am liebsten im Proberaum mit den Jungs zusammen schwitzen und, Spaß haben. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, versuchen die Atmosphäre sich trotzdem hier auch zu erschaffen und dass wir möglichst viel in Kontakt sind, um halt uns die Songs hin und her zu schieben. Und ja, das Einzige, was ich ja wirklich lernen muss, dann immer dabei die Technik. Wir gucken mal rein in den Titel, den ihr zusammen sozusagen aber separat aufgenommen habt. Welchen Song habt ihr gespielt? Wir haben Panic gespielt, weil das passt natürlich der Situation gerade. Gucken wir mal kurz rein. Holy Moses, Panic. Ganz cool geworden, kann man ja im Prinzip so weitermachen. Lieber nicht, oder? Lieber nicht. Na, lieber nicht. Also mein Herzblut ist echt wirklich, dass ich die bald mal alle wieder sehen kann, wirklich face to face und dass wir wirklich mal schwitzend wieder im Proberaum sein dürfen. Es gibt ja unter Ärzten auch ein paar Corona-Gegner oder Corona-Leugner, wie man das nennen möchte. Kannst du das nachvollziehen? Also, dass es definitiv diesen Virus gibt, das ist ja da. Die Frage ist halt, welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll und welche sind nicht sinnvoll. Aber dadurch, dass ich kein Virologe bin, kann ich das nicht sagen und nicht beurteilen und möchte es auch nicht beurteilen. Ich finde, es ist ganz wichtig, damit es aufhört, dass wir uns an Regeln halten. Die Regeln halte ich auch zum Beispiel hier in meiner Praxis, weil sonst kann ich den Menschen nicht helfen. Ich weiß nur, welche Angst beide Seiten auslösen. Also die, die anders denken, die sind genauso in einer Form der Hilflosigkeit, weil sie ja auch nicht wissen, wohin mit diesen Gedanken. Und da sage ich immer, das Wichtigste ist, liebevoll sich auszutauschen, also jetzt nicht gegeneinander zu gehen. Das heißt zu sagen, ich habe die Angst, ich habe die Angst, weil ich kann die Gegner auch verstehen, weil die haben natürlich auch Angst um ihre Kinder. Was macht das mit den Kindern in der Schule, mit den Masken? Überhaupt, was ist die Situation, wenn geimpft wird? Was sind da für Folgeschäden? Und es ist, glaube ich, dass wir jetzt ganz liebevoll eigentlich mehr alle zusammenrücken müssen, um Verständnis zu haben über die Gedanken von jedem, weil es kommt letztendlich alles aus einer Angst heraus, was passiert mit uns allen in der Zukunft.
Holy Moses, ihr habt für 2021, du hast es auch schon angedeutet, zum Beispiel Termine in Russland geplant, ne? Geben die eine Runde von ihrem Harakiri-Impfstoff aus oder wie läuft das dann? Du, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Shows wären eigentlich ja jetzt im März gewesen, in diesem Jahr. Dann sind sie jetzt auf Ende des Jahres, Oktober, November verschoben worden. Und es ist natürlich klar, dass es nicht stattfinden kann. Und ob das im April ist, und das sind nämlich auch, denke ich mal, die Fragen, die wir uns alle als Musiker stellen. Können Festivals nur stattfinden, wenn du anstatt einem Personalausweis jetzt einen Impfausweis, dass also ein Impfausweis eine höhere Kraft hat als ein Perso? Dürfen wir Musiker überhaupt in andere Länder reisen, ohne geimpft zu sein? Und das ist eine Frage, die werden wir wahrscheinlich jetzt auch noch nicht beantworten können und die bestimmt auch noch mal zu großer Unsicherheit führen wird. Sabina, war auf jeden Fall schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Ich danke dir und auch dir bleib gesund und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch irgendwann noch mal wirklich face to face. Das war Rockpalast Back Home mit Sabina Klaasen von Holy Moses. Kommende Woche hören wir aus erster Hand, wie es einem Musiker ergangen ist, der sich selbst mit Corona infiziert hat und den es da ziemlich heftig erwischt hat. Ich spreche dann mit Will Carroll von der US-Band Death Angel. Passt auf euch auf, bis dahin, macht's gut und tschüss.